Ich wollte eigentlich nur sagen, ich finde den Sultan irgendwie besser als den hier vom Aussehen her. Er ist auffälliger. Weißt du, wenn Kurt macht, dann heißt es, jetzt kommt was Wichtiges. Ist etwas auffälliger. Ja, ungefähr so. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video mit dem Racer Games. Und wir sehen, wir haben schon unsere Fahrzeuge aufgestellt. Die haben sich schon vorhin getuned, schon gestern, da haben wir aber noch kein Video aufgenommen. Wäre irgendwie auch lustig gewesen, hätten wir das aufgenommen vielleicht. Das wäre ziemlich lustig gewesen, dass ziemlich viel Bullshit passiert. Genau. Wir sind im Passiv, weil da irgend so ein Meckermann denkt, er muss mit dem Panzer rumfahren und wir hatten ein bisschen Schiss, dass der hierher kommt. Und ja, hier haben wir die Rallye-Version von dem Racer, die auch Style hat. Und hier ist die Rennversion vom lieben Kurtel, ja, die auch viel Style hat. Die ist halt eine richtige japanische Drifter-Version. Ich musste einfach die Mangas draufhauen. Ein Auto braucht man. Das Lustige ist, dieser Sultan RS war zuerst mein unauffälligstes Auto, was ich in meiner Garage hatte. Ich habe den auf Leistung voll aufgetunt. Und jetzt ist er so, also ich habe optisch gar nichts dran gemacht damals, dass es unauffällig bleibt und jetzt sieht er so aus. Ja, der ist das auffälligste Auto in der Garage wahrscheinlich. Ja, genau. Vom unauffälligsten zum auffälligsten Auto. Ich zeig nochmal meinen Wagen von innen her, weil ich das einfach so extremst feier. Schaut das euch geil das aus. An. Also man sieht hier so viel Anzeigen und Sachen. Ich verstehe sowieso nicht. Der Sultan hat eigentlich diese Anzeige, hatte er glaube ich vorhin drin in der PS3-Version, aber das haben sie rausgenommen bei der PS4 und PC-Version. Weil sie waren glaube ich zu faul, um das zu animieren mit den Tachos. Ich krieg meine Motorhaube nicht zu, leg mich am Arsch. Ja, warte, ich. Warte mal. Die klackert immer, ich glaube, ich mach meine Motorhaube gar nicht. So viel zur Motorhaube. Ja, keine Motorhaube ist auch eine Motorhaube. Ja gut, ich fasche jetzt Bennys rein. Jetzt ist ja ein Kunstwerk, liegt da jetzt. Ich bin ein fahrendes Kunstwerk, ja? Genau. Fangen wir mal schnell zu Bennys. Lol, da kommt jemand. Ja, der will hier auch rein. Oh, meine ist auch am Arsch gegangen. Okay. Am Arsch gegangen, ich. Dann zeigen wir nochmal Bennys von innen. Und dann können wir auch in dem Moment einmal mal kurz die Tuning-Sachen zeigen, glaube ich. Ja, das werde ich auch mal erstmal zeigen. Die Reparatur kostet 1175, was ich schon mal vorhin ich habe gerade gar nicht geschaut, was meine kostet. Wahrscheinlich auch so viel, weil dann ist nämlich auch weggegangen. Wobei, ja, meiner hat Glas drin gehabt. Ich zeig mal ein bisschen durch, was es so gibt. Es gibt viele Auswahlmöglichkeiten. Hab jetzt den aber so hergerichtet, wie ich ihn wollte. Aber vielleicht baue ich ihn jetzt gerade noch ein bisschen um. Ja, man sieht halt hier, was ich umbauen wollte, ist das Glas. Und man sieht halt hier, es gibt halt diese ganz normalen Bremsen. Die muss ich ja, glaube ich, nicht mehr zeigen. Aber es gibt halt auch hier diese anderen Sachen. Zum Beispiel Kotflügel, da wollte ich auch einen anderen draufhauen. Moment, dann machen wir mal kurz hier bei den dicken. Wobei, das dicke passt halt so ein bisschen zu Rally irgendwie. Ich will irgendwie mein Heck noch anders anpassen, weiß aber nicht wie. Ich finde, sieht auch geil aus, weil mein jetziges Heck gefällt mir nicht so. Es gibt halt, wie gesagt, allerhand Sachen, also da hat sich Rockstar wirklich Mühe gegeben. Mich wundert, dass sie das gar nicht angekündigt haben, das Update, weil das ist halt wirklich schon was Größeres, würde ich halt schon sagen. Ein bisschen was Größeres. Ja, es ist schon geil. Es sind zwei Fahrzeuge im Tune, also es ist jetzt kein fettes Update, aber ich finde eines der geilsten, weil das Fahrzeug einfach geil ist. Ja. Weil man kann sogar hier zum Beispiel Scheinwerfer machen. Benji habe ich auch schon getuned. Das ist meine Supra, kann ich dann eh auch herzeigen. Ja, zeig mal dann. Ich habe das nämlich auch noch überhaupt nicht gesehen. Ich überlege gerade, ob ich das Glas rausnehmen soll, weil das passt halt nicht wirklich zu einem Rallye-Wagen. Es ist halt so, du siehst da nichts mehr. Nein, nicht das Glas. Vorne auf der Motorhaube. Achso, ja. Das würde ich nicht machen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob der Motor sich bewegt, wenn ich damit draußen rumfahre. Nee, bewegt sich, glaube ich, nicht. Schade. Das ist ja auch ein bisschen schade. Schade. Schade ein bisschen. So, dann mach ich das weg. Boah, ich tue mir das schwer. Es gibt doch wieder alle an Hupen, aber das muss ich, glaube ich, auch nicht zeigen. Das ist nämlich nichts Neues, glaube ich. Das sind eh dieselben Hupen. Ja, also ich glaube... Ich glaube... Ja, was? Ich glaube, wir müssten ja auch nicht zu krass ins Detail gehen, weil sonst brauchen wir nämlich irgendwie eine Stunde oder so, weil das ist wirklich eine Menge dazu gekommen. Einfach kurz drüber, es gibt hier alle an Verzierungen. Soll ich denn, hast du eigentlich den Standardausbruch drauf? Weil ich habe den Standard drauf, weil ich den irgendwie am schönsten finde, weil die sind so alle so irgendwie scheiße aus.
Wobei der Auspuff? Letzte. Scheiße, in welchem Unterpunkt ist denn der Auspuff? Ja, wo wohl unter Auspuff? Ja, der ist aber mit mir kein Auspuff. Ah, doch, da ist ein Auspuff. Der kann wieder nicht lesen. Ich hab den geraden Doppelseitenauspuff. Das okay. ist der Name. Bei dieser Funktion habe ich mir schwer getan zwischen dieser großen Verbreiterung oder doch so lassen, aber ich habe ihn dann doch so gelassen aus dem Grund. Das einfach ich habe ihn auch umgebaut. Also die Seitendinger, ich meine, das ist zwar schon ein bisschen Rallye, aber ich finde, das sieht irgendwie nicht so geil aus, wie ich dachte irgendwie. Ich finde, das macht das Bild hier ein bisschen kaputt. Mal schauen. Was für hier was. Ja. Machst immer Sachen kaputt hier. Die Motorhaube macht das Mädchen kaputt. Das ist nicht gut. Hey, es gibt sogar Stickerbomb-Motorhaube. Die habe ich gar nicht gesehen. Achso, doch, habe ich gesehen. Doch, habe ich. Doch. Tuck, doch. Wo ist da der Unterschied? Motorhaube mit Powerdome. Ah, das ist sicher da in der Mitte so ein bisschen ein Ding. So, was gibt's hier noch? Lackierung, bla bla. Ich wollte eigentlich noch. Bei Dach gibt's auch noch was, aber das habe ich in Standard gelassen. Verkaufen möchte ich ihn nicht. Ich verstehe nicht, warum Verkaufen in der Mitte ist. Es kommt nicht in meinen Kopf, warum Verkaufen in der Mitte ist in ganzen Sachen. Weil sie es können. Ja, vor allem, ich hätte mir fast meine Karre dadurch verkauft. Das macht es mit Absicht, dass man schön viel Geld verliert. Ja, wahrscheinlich. Also hier kann man mal die Instrumente durchgehen, man kann es auch hier hin tun. Aber ich finde das hier im Geisten, dass es hier oben ist. Glaubst du, es werden noch mehrere Fahrzeuge kommen? Also so. Ich glaube schon. Ich würde nämlich noch so ein weiteres Tuning-Pack voll geil finden, halt mit neuen Fahrzeugen. Ich mache jetzt mal spaßeshalber den Tarmac Attack Kotflügel drauf. Einfach mal um zu gucken, wie der aussieht. Warte mal. Ist das dieser fette, der doppelte? Das ist der doppelt so groß ist wie das eigene Auto. Das ist behindert. Ja, das aber ist richtig ganz hässlich. Ehrlich. Es ist ziemlich geil, dass Rockstar halt auch sowas mit reinbringt, so bescheuerte Sachen, weil das vermisse ich so ein bisschen bei GTA Online oder bei GTA 5 allgemein, dass Rockstar irgendwie immer nur so normale Sachen reinbringt. Und die hätten so ein bisschen Richtung Saints Row gehen können. So, ich bin fertig. Das ist crazy. Warte mal, der sieht so scheiße aus. Bist du Depper? Ich muss ganz ehrlich sagen, der Spoiler, ob man es glaubt oder nicht, aber der passt so ein bisschen zu meinem Rallye-Fahrzeug. Aber du willst ja nicht spoilern, oder? Ich möchte echt nicht spoilern, aber der Spoiler sieht echt gar nicht mal so scheiße aus. Ah, findest du? Warte mal, Felgen wollt ihr noch schauen. Vielleicht, dass ich mir da andere Felgen draufschmeiß. Ach stimmt, Felgen. Guck mal, mach schnell. Also der Spoiler, der passt ein bisschen zu meinem Auto. Aber, nee. Ich lasse ihn aber mal drauf fürs Video. So, und jetzt mache ich hier noch mit Felgen. Mit Felgen? Das kennen die gar nicht, ne, die ganzen Zuschauer. Toll. Das kennen sie gar nicht. Nee. Wobei meine jetzigen Felgen passen eh irgendwie drauf, aber. Ja, ich tue mir bei Felgen und Lackierung tue ich mir immer verdammt schwer. Polierte Ventildeckel. Nee, ich lasse meine Felgen, glaube ich, drauf. Die sind geil. Ja, gut, ich werde jetzt nicht viel dran ändern aus dem Grund, weil es mir eigentlich so schon gefällt. Und by the way, bitte hört auf, euch da Gläser drauf zu schmeißen. Das Auto muss man von innen schön sehen können. Stellt euch das mal an. Warum fahren Leute so herum, wenn es innen so geil aussieht? Warum? Ja, denke ich mir halt auch. Und hier hinten die NOS-Flasche, könnt ihr immer angucken und die Schläuche, so nicht. Toll. Ich finde es geil, dass der Tankschlauch so gut gemacht ist irgendwie. Das ist fast alles gut gemacht hier. Ja, also ich finde, das sieht aus wie so ein Auto, was du dir auf einer Modding-Seite runterlädst irgendwie von innen, finde ich. Ja, das stimmt. Also hochauflösende Texturen von innen. Ja. Sogar hier und man kann alles man kann das hier auch einfärben und so weiter. Nice. Alter, du musst mal aussteigen und einsteigen in der Ego-Perspektive. Ja, warte mal. Und dir anhören, wie der Motor aufstartet quasi. Alter, nice. Das klingt so. Das sag ich jetzt gerade zum ersten Mal irgendwie. Du benötigst bla bla bla, um hier reinzukommen, warte mal. Können wir ja, da probieren, dass wir da irgendwie rein... Ah ja, ich bin ja passiv, scheiße. Dann schauen wir mal. Mein Auto. Ich habe so viel investiert. Nice. Alter, ich glaube, das Ding gleich in die Luft, habe ich so das Gefühl. Glaubst du? Lass mich rein, so. Ah, nein. Oh nein, meine Schuhe geht. Oh nein. Ey, schau, ich glaube, jetzt bleibt so, wie es ist. Das bleibt alles pass so, wie es hier ist. Warte mal. Warte, pass auf. Warte, lass mich kurz reinfahren. Warte. So, jetzt. Lol. Jetzt lass mich hier rein. Jawohl, es funktioniert. Geil, ich bin drin. Nice. Ey, fahr mal kurz raus, bitte. Wieso? Ja, ich möchte hier einen Screenshot machen. Ja, warte, ich fahr in den Hintergrund. Warte, ich fahr. Nee, du fährst hier jetzt weg.
Ich fahr da vorne rein, da musst du keinen Screenshot machen. Okay, danke. Guck mal, das sieht sogar aus, als ob ich gerade tunen würde. Du Arsch. Ja, Unsichtbarheits-Tuning. Ui, das sieht so geil aus, das Ding da drin. Ich liebe es. Ja, nee, ich habe das jetzt nur für die Aufnahme genommen. Fahren wir mal weiter? Fahren wir mal ein bisschen rum? Warte, ich mach kurz ein paar Screenshots von meinem Ding so. Eckdingsel. So. Oh, meine Tür. Ich habe einen Stern bekommen, weil ich hier alles kaputt gemacht habe. Entschuldigung, Bennys. Hast du jetzt eigentlich volles Tuning drauf auf dem Wagen oder nicht alles? Ich glaube, EMS 4 fehlt mir noch, aber sonst. EMS 4 fehlt super. Dir? Ich glaube schon. Oder ich weiß, vielleicht habe ich es auch, ich weiß es nicht. Aber sonst hast du alles auf Max. Ich sag mal vorsichtshalber nein, weil ich mir nicht sicher bin. Wir könnten probieren. Oh, scheiße. Wir könnten probieren, ich mit meinem T20 und du mit deinem nicht aufgemaxten Fahrzeug. Weil T20 hast du ja nicht auf Max, oder? Ich hab nicht mal ein T20, glaube ich. Ja, eben. Dann machen wir mal ein Rennen und schauen, wer schneller ist, weil ich bin letztes Mal. Ich bin letztes Mal mit meiner Karre gefahren und hab die Leute überholen können. Hä, was? Sollen wir nicht zum Flughafen gehen? Ja, schon, oder, aber achso, du musst auch ein Ding abholen. Zeigen. Achso, ja, dann komme ich gleich mal mit, weil da habe ich mich auch noch nicht wenn gesehen. Wenn ich wüsste, wo die ist. Ja, das finde ich ein bisschen nervig, dass du nicht siehst, wo die Autos drin sind irgendwie. Man könnte jetzt zum Beispiel auf der Karte bei deinem Haus so eine, wenn du auf dein Haus gehst, so ein Ding öffnen, so ein kleines Fenster, wo alle Autos aufgelistet sind, die da drin sind. Oder ja, so. Denken die Leute halt nicht mit. Ja, Rockstar ist auch einfach scheiße. Ja, boah, ist das so. Das gemacht. Das kann ich mir in den Kommentaren, Racer, das war der Spaß hier, sagt Rockstar ist scheiße. In manchen Hinsichten stimmt's ja. Ja. Pfeife! Ich hatte Husten, tut mir leid. Wobei, das ist ja auch Tech-2. Also Rockstar an sich ist ja eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Es sind ja immer die Leute in der Krawatte, die noch nie ein Spiel in der Hand gehabt haben und irgendwelche Aufträge. Ja, ist doch so. Das sind immer diese Sesselfurzer, die in ihrem Büro sitzen und Spiele in Auftrag geben. Die haben bestimmt noch niemals eine Playstation in der Hand gehabt. Gut, ich auch nicht, aber noch niemals einen Controller in der Hand gehabt. Das war nie eine Playstation in der Hand. Nee, ja, toll, ich bin in der falschen Garage angekommen. Na, ist doch geil. Oh Gott, ey, du bist so dermaßen. Warte, ich fahr hier mal weg. Ja, immerhin sieht man jetzt, dass ich reich bin, dass ich hier im reichen Viertel bin. Kennt ihr den Moment, wenn Zion seine Videos streckt, indem er einfach in alle Garagen reinfährt? Nee, ich weiß jetzt, wo sie ist. Das ist die nächste, da wo die ganzen Motorräder drin sind. Ja, ich habe eine Motorradgarage. Da sind nur zwei Fahrzeuge, also zwei Autos drin und sonst alles Motorräder. Und dahin hast du dann super, in der Motorradgarage, ja. Finde ich gut sortiert. Die habe ich da einsortiert, weil die zwei Plätze müssen ja auch irgendwie belegt werden. Ich lasse sie hier nicht frei. Ich habe wieder alle Plätze belegt. Ich lasse sie ja nicht frei, deswegen bin ich heute hier. Willst du mitkommen? Ja. Na gut, dann lade ich dich extra nicht ein in mein Apartment. Ich komme nicht rein da jetzt. Das höre ich öfters. So. Soll ich damit rausfahren? Hä? Ich fahre einfach damit raus. Was? Ja, fahr damit raus. Ich bin nämlich gerade in meiner Garage, weil wir haben nämlich dieselbe Garage. Ja, fahr damit raus. Moment. Also hier, warte, bevor ich hier gehe, hier ist meine wunderschöne Garage mit meinen Motorrädern. Das sind meine ganzen Schätze, die ich habe, meine Motorradschätze. Und hier, nee, wobei es sind nicht zwei, es sind vier Fahrzeuge. Stimmt, ich habe ja ein paar wieder rausgelöscht, ein paar Motorräder, die ich gebraucht habe. Kommst du jetzt? Ja, ich komme jetzt. Ui, also jetzt dann, super. Ne? Und hier sehen ich steig mal ein, damit ich die Karre auch mal sehe. Ich steig mal ein, damit ich... ich glaube, ich hab Ding nicht eingeschaltet. Sorry. Wieso bin ich jetzt bei mir in der Garage? Du bist so ein Depp. Ja, wieso? Ich hab Fahrzeug nicht auf niemand. So, jetzt kannst du rein. Komm, Prinzessin. Jetzt steht der komm wieder in die Garage! Was? Was ist das für ein Spasti? Jetzt geh raus, du Hutmann. Lügenlord. Du Lügenlord, komm. Also, hier ist ein bisschen eng. Kenn ich. Ja, ich ist aber klar, dass du jetzt darauf eine Antwort geben musst. Also hier wunderschön meine zwei super geilen Fahrzeuge. Meine Supra, was eigentlich ist eine Dodge Viper eigentlich, ne? Ja. Ist aber irgendwie, oder? So ein Mischmasch zwischen Dodge Viper und Supra, finde ich, weil es kommt ja nicht ganz zu Dodge hin. Dodge. Aber eigentlich soll es eine Dodge darstellen. Weil die Marke aber Bravado die find ich nicht so Dodge geil. Ist. Ich finde das Ding sauge. Ich hatte das schon vor dem Update und habe daraus eine Supra gebaut. Und ja, jetzt kann man natürlich noch eine geilere Supra draus machen. Was jetzt den Vorteil hat, dass ich jetzt eine aufgetunte Supra habe, ja.
Und der Arsch muss natürlich, ja, stehen. Nein, Moment, ich bin hier Verkehrspolizei, du bist auf die andere Spur geraten, ja. Ja, ich hab's gesehen, danke. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich finde den Sultan irgendwie besser als den hier vom Aussehen her. Er ist auffälliger. Weißt du, wenn Kurt macht, dann heißt es, jetzt kommt was Wichtiges. Ist etwas auffälliger. Ja, ungefähr so. Ja. So. Ja, jetzt kommt, ja. Nein, ich fahr schnell nochmal zum anderen Haus. Willst du den mitnehmen oder willst du ihn da stehen lassen? Ich glaube, ich nehme meinen Maxl, meinen Auto mit. Ja, weil ich möchte auch meine Drift-Dinger zeigen, was man mit dem Auto ziemlich geil machen kann. Stimmt. Damit ich den Leuten sagen kann, dass sie ihr Auto niemals tiefer legen sollen. Niemals tiefer legen sollen, Ische. Niemals schusssicher machen sollen. Ich habe mein Auto schusssicher gemacht. Ja, schön für dich. Weißt du, so ganz hinten. Ich habe mein Auto schusssicher gemacht. In der letzten Ecke, ganz weit hinten. Ich habe mein Auto schusssicher gemacht. Ohne Spaß. Da macht jemand gerade einen Prostata-Check. Sorry. Ich glaube, es war nämlich, ich habe gerade Prostata-Check gelesen. Da steht Prostate. Ja, aber ich habe Prostata-Check. Warum bist du ein Spast hier? Heißt das jetzt direkt eine Darmspiegelung? Genau. Ha. Wie unsere Berufsberaterin, genau. Genau. Ach, das war die Berufsberaterin? So genau. Ja, die uns die Berufe vorgestellt hat. Und so, boah, ja, und jetzt die sind wir damit fertig. Genau. So, Prinzessin, steig aus. Oh. Ach so, ich habe Passivmodus die ganze Zeit deaktiviert? Tatsächlich? Doch, also nein. Also, oha, krass. Ja, also, hey, du musst weit weggehen, sonst mache ich das alles kaputt hier. Ich darf nur nicht hinschauen, glaube ich. Nee, du musst weiter weggehen von mir und dann stehen bleiben. Hättest du mich auch früher absetzen können, Alter. Dann gehe ich jetzt zu meinem Auto. Warum haben sie das nicht so gemacht, dass man das einfach so krass tiefer legen kann, dass das funktioniert? Ja, das ist halt ein Glitch, den könnt ihr auch nachmachen. Wichtig dabei ist, keine schusssicheren Reifen drauf zu machen. Denn sonst funzt der ganze Glitch nicht. Ich habe ja immer ein Tool dazu gemacht. Auf der PS3, glaube ich, war das. Und irgendwer hat mir da vor ein paar Tagen hinkommentiert, das haben sie gepatcht, aber es ist nicht gepatcht. Keine Ahnung, was der Typ es hat. Geht auf fast jedem Auto eigentlich. Wichtig ist 100%ige Panzerung, dass es nicht in die Luft geht, genau. Ich wurde angefahren. Von wem? Von einem Spacken. Von einem Spieler, also oder? Von einem NPC. Ach so. Ja, nochmal. Alter, ich laufe echt immer vor die Karren, das ist auch irgendwie meine eigene Schuld. Ich gehe so passiv, dass jetzt niemand kommt und mich hochsprengt. Ja, komm. Scheiße. Der ist einmal weggefahren. Ja, ich komm her. Jetzt haben wir nämlich unser Drift-Auto fertig gebaut. Ich glaube, ein besseres Drift-Auto gibt es jetzt doch gar nicht. Okay, außer der Futo, aber... Der Futo? Sieht der Futo so geil aus mit der hier? Ich glaube nicht. Also, nein. Man merkt schon, warte mal. Alter, ist das geil. Das Handling verändert sich vollkommen. Das ist jetzt ein ganz neues Auto. Also, ihr habt zwei Autos in einem. Einmal ein fettes Sportauto für Kurve fahren und einmal eins richtig geil zum Driften. Achso. Ja, das ist doch geil. Ja. Und es ist tiefer gelegt, das heißt... Tiefer geht's immer und ab da das geht's kenn nicht ich öfter. Das kenne ich öfter. Tiefer geht's immer. Das ist auch mein Motto. Boah, wir haben heute so viele krasse zweideutige Sachen. Ja, also das ist nicht normal. Also tiefer geht's immer. Ne? Merkt euch das für euer weiteres Leben. Tiefer geht's immer. Nie aufgeben, immer weiter rein. Dann mach ich mal First Person. Ja, ich auch. Erinnert mich so ein bisschen an Dirt. An Dirt. Dem Drift. Hilfe! Also von denen sieht das richtig scheiße aus. Warte mal, ist das von draußen? Ich hab mir meinen Fuß gebrochen. Das ist ein Leberknecht im Fuß. Nee, ich hab mir gerade meinen Fuß voll an meinen Sessel angehaut. Das hat gerade ziemlich krass wehgetan. Schaut euch das an, ohne irgendwas zu machen. Warum muss der so weit herfahren? Wir müssen mal am Flughafen fahren. Alter, Kurt, ey, du fährst echt wie so ein... Ja, wie so ein so Profi-Drifter, ne? Ja, ohne Spaß. Weißt du, so stelle ich mir das vor. Rally-Drifter. So stelle ich mir das vor, wenn so Rennautofahrer gerade ja am Anfang ihrer Karriere sind. Weißt du, so fahren die ja immer. Hilfe, meine Schoketten. Da ist eine Spinne im Fußraum. So, jetzt. Alter, du fährst echt wie so ein. Das liegt am Handling. Du fährst echt wie so ein Marcel, Alter. Marcel Scorpion mit unserer Brezeln ins und ja. Du fährst wie Marcel Scorpion. Warte mal, Und Herr Fahrlehrer.
Lass uns mal da runterfahren. Wie der Prinzessin. Der Fahrlehrer. Der Fahrlehrer. Ich will eigentlich nur driften. Ja. Kann man da durch? Oh nein, da ist eine Stoßstange. Ah. Mein Licht ist kaputt. Oh nein, meine Lichter. Alleine, hat natürlich wenn Max. Wenn ihr so wenig kaputt habt beim Fahrzeug, müsst ihr schon mal $5,000 zahlen in der Garage. Also. Also da hat natürlich der Faded, der Max hat natürlich da recht Glück, einen Vorteil, dass der seine Lichter abgedeckt hat. Ja, weil da bei dem fällt es nämlich nicht auf, wenn er seine Lichter abfährt. Nur ein bisschen blöd, wenn man in der Nacht fährt, im Nirgendwo, dann siehst du halt nichts. Ich bin falsch abgefahren. Wenn ich pushe oder so. Alter. Ja, das passiert mir öfters, dass die Aufnahme sich noch krasser in die Länge zieht. Okay, dann. Wie gesagt, kurz zieht alles in die Länge. Außer es entspannt. Du hast gesagt, alles. Ja, alles außer es entspannt, passt doch. Nein, alles kann das nicht sein. Du darfst das jetzt nicht ausschließen. Aha. Sultan Tuning Meeting, fahren wir da gleich hin? Nee, komm. Aha. Ja, okay, jetzt können wir da nicht mehr hinfahren. Also so nehme ich dich mit, nicht mit. Ja, okay, jetzt ist unser anderes Licht auf. Ah, wir werden zugeschoben. Passt schon. Okay, also, wir machen jetzt mal einen Stuntsprung und schauen, ob das klappt. Sultan, das perfekte Stunt-Auto. Ja. Okay, gut, jetzt driften wir mal ein bisschen. Ist ja spannend. Ja, warte mal, warte. Ja, durchkommen. Oh. Ah, es wäre schön gewesen, ja? Hättest du jetzt nicht gelacht. Okay, warte mal, ich mach jetzt mal den fetten Drift hier. Also, es war echt wunderschön, wie du in die Fly US Container gefahren bist, da stimme ich dir schon zu. Ich hatte letzte Woche damit ziemlich Spaß, ja. Das Update gibt schon seit letzter Woche, ne? Ich hatte gestern voll Spaß damit. Letzte Woche viel Spaß. Ey, schau, wie geil das ist, der Rauch färbt sich hier blau. Oh, stimmt. Ja, aber schau, jetzt sieht man's gut. Ja. Ja, ja. Dann wir schnell zum Tuning-Meeting rüber. Ich habe aber meinen Sultan nicht. Ja, ich hab doch einen. Wir sind halt zu zweit. Wir sind halt die zwei aus dem Veganer-Streifen. Komm, schauen wir mal rüber. Ja, okay, dann kommen wir. Wo sind denn die alle? Ah, hier, Los Santos Customs, sehe ich schon. Dauert Los überhaupt Santos nicht lange, das hinzukommen. Ja, fahren wir schnell zu Carsten auf. Was ist denn mit Carsten los? Was ist denn mit meinem Carsten los? Ah! Ah! Also Kurtl, deine Bremsleistung ist voll von... Alter, bist du eigentlich... Ja, ich hab keinen Führerschein. Bist du eigentlich YouTuber? So. Nein, warte mal. Ich will irgendwo einen Hackchat ausmachen. Hier, Hackchat aus! Boah, Alter, ist mir auch so krass in die Kante geflogen. Ja, gib mir Kante. ApoRed, der echte. Ich will ja nicht pushen. Hallo, ich bin's die Ich bin der Gepard, genau. Warte mal, ich muss mal mein Ding hier... reinfahren, ne? Geh mal aus, Alter. Guck mal, wir sind die Einzigen, die Blut an der Seite haben. Wir sind die Einzigen, die ein scheiß Auto haben, weil es im Arsch ist. Wegen dir, weil du nicht fahren kannst, so. Ja, genau. Ah, gar nicht so viel, nur 3000. Ist ja gar nichts. Ja, wow. Ja, für mich ist es ja nicht. Upsala. Ich dachte, die wären alle nicht mehr da. Alter, was ist das für ein Arsch hier jetzt wieder? Alter, was ein Arschkeks. Darf ich mich hier irgendwo reinstellen? Hallo? Ja, ich heiße Harald, ich will... War ich das jetzt? Das ist ja so nice, wie du jetzt hast. Alter, nicht. Geh mal aus dem Passiv raus, die sehen die alle nicht, so. Die sehen die alle nicht, so. Ja, warte mal, sind die alle aus dem Passiv draußen? Ja, okay, ich hole meinen auch mal schnell. Ja, aber das ist uns... Ich hole meinen doch nicht. Du Arschlöcher im Spiel. Es ist so krass. Ich komme 5 Sekunden ins Car-Meeting. Hab mich gerade hingestellt. Was passiert? In ein fucking Arschloch haut. Ja, das war ein ganz tolles Car-Meeting. Ich war 5 Sekunden da. Ich war so stolz. Naja, gut, wir sind jetzt mal in einer halben Stunde. Ich will ja nicht pushen, aber ich glaube, wir sollten mal langsam Schluss machen, weil jetzt. Was? Liebe Zuschauer, wir waren aber noch 5 Minuten zusammen. Bedankt euch bei den Spasten, die meinen, sie müssten mit dem Rocket Launcher in Carmen schießen. Hoffentlich durften die richtig krass blechen. Carmen? Kennst du nicht Carmen? Ich rufe schon wieder Mechaniker an, ich will gar nicht. Warte, ich will zuerst schauen, wer das kaputt gemacht hat. Ja, dann verdrückt mich. Warte mal so. Country Carmen. Many Nickname Chai, dann schreibt mal alles schön an und sagt ihm, was für ein Hurensohn er ist, weil er reinschießen muss mit seinem fucking Rocket Launcher. Launcher. Ja, der ist wenigstens sozial, der ballert mich nicht ab. Ah! Wie ist das jetzt gerade zustande gekommen? Ich wurde umgefahren. Ja, bei mir war da niemand.
Doch, der hat mich so gestriffen in der Seite. Ach so. Ja, naja, ich würde sagen, wir machen mal Schluss, oder? Ja, wir machen heute Schluss. Wir sind nicht mehr zusammen und ja. Ich hoffe, euch hat's gefallen, auch wenn dieses Pisskind hier alles hochgesprengt hat. Und jo, dann jo. Ciao, Leute. Tschüss. Ach, Robin, ja.